Hörst du auch noch Musik beim Lernen? Hi, hier ist wieder der Fabi von Happy Hippocampus und in diesem Video geht es darum, ob du beim Lernen, beim Auswendiglernen Musik hören sollst. Und zwar werde ich dir meine Meinung sagen, werde dir sagen, was ich davon halte und werde dir in dem Zug auch Tipps geben, wie du dich wirklich beim Lernen gut konzentrieren kannst, dass du die Sachen möglichst effizient und dann eben auch langfristig dir einspeichern und einprägen kannst. Ja, und schreib mir gerne mal auch gleich in die Kommentare, ob du mit Musik lernst, vielleicht auch mit welcher. Und jetzt aber zum eigentlichen Thema, was ich davon halte und was ich dir empfehlen kann zum Thema Lernen mit Musik oder ohne. Ja, vorweg, ich bin überhaupt kein Fan davon, sich irgendwie ja Musik auf die Ohren zu legen, Musik beim Auswendiglernen zu hören. Und ich möchte im Folgenden ja erläutern, warum ich davon nicht so viel halte und auch die Alternativen zeigen, was du stattdessen machen kannst, um eben, und darum geht es ja, möglichst effizient lernen kannst und eine möglichst hohe Konzentration dabei hast. Ja, und vielleicht weißt du es aus anderen Videos von mir schon. Ich komme ja aus dem Gedächtnissport, habe da auch zwei Gedächtnisweltrekorde aufstellen können. Und hierbei muss man eben auch top fokussiert sein. Und wenn man sich umschaut bei den Gedächtnissportlerinnen und Gedächtnissportlern, keiner würde auf die Idee kommen, sich Musik auf die Ohren zu legen. Zum einen ist es gar nicht erlaubt, aber keiner würde sich unnötigen Störquellen quasi aussetzen. Ganz im Gegenteil, viele nutzen Ohrenstöpsel oder solche Gehörschutz-Kopfhörer aus dem Baumarkt, um sich wirklich von äußeren Störquellen oder Geräuschen oder irgendwelchen Sachen ja ablenken zu lassen und sich so oder versuchen sich so dann eben wirklich davon abzuschirmen. Ja, und ich habe da selbst auch Verschiedenes ausprobiert und so weiter und habe einfach gemerkt, je weniger akustische Störgeräusche ich wahrnehme, umso konzentrierter, fokussierter kann ich wirklich lernen, ob das dann im Gedächtnissport war oder dann auch beim Lernen im Medizinstudium, hat mir immer dabei geholfen, wenn ich möglichst nichts gehört habe. Und da zählt mit rein, das kann irgendwie der Nachbar sein, der laut Musik hört oder das hat man dann vielleicht nicht so in seinen eigenen Händen, da helfen dann zum Beispiel solche Gehörschutzkopfhörer. Ja, oder versuche auch wirklich andere Störquellen auszuschalten, die ich zum Beispiel optisch stören, wenn irgendwelche am Computer irgendwelche Fenster aufspringen und so weiter. Und da auch ein kleines Beispiel aus dem Gedächtnissport. Wir haben uns zum Teil so normale Brillen oder Sonnenbrillen hergenommen, haben die komplett verdunkelt und dann nur ganz kleine Löcher in die Brille gemacht, damit man wirklich nur ganz fokussiert, wirklich nur die Stelle sieht, die man sich eben einprägen möchte. Das ist, wie gesagt, das Extrem. So extrem muss man es nicht machen, wenn du jetzt irgendwie für das Medizinstudium oder so lernen möchtest. Aber es soll dir einfach zeigen, wie auch im Gedächtnissport, wo es eben darum geht, maximal konzentriert zu sein, man versucht, möglichst alle Störquellen, ob akustisch, ob visuell, auszuschalten. Und da, wie gesagt, hilft es, hat zumindest mir sehr geholfen, auf Musik und solche Sachen dann zu verzichten. Und ich habe es dann auch im eigenen Studium gesehen, dass wenn ich solche Störquellen beseitige, ob das in meinem Medizinstudium, Biostudium war oder im Gedächtnissport, es hat mir immer geholfen, möglichst die Reize, die nichts mit dem Lernen zu tun haben, zu beseitigen, um einfach wirklich fokussiert und konzentriert an die Lerninhalte und so weiter ranzugehen. Und ein Vorteil, der da noch mit reinspielt, den man meistens erst im Nachhinein merkt, du sagst vielleicht, du hörst Musik, es klappt ganz gut. Oft habe ich auch beobachtet, je mehr man gestört war, ob das durch Musik oder andere Störquellen war, umso weniger langfristig kann man sich die Sachen merken. Im ersten Moment denkt man vielleicht, okay, die Sachen bleiben ganz gut hängen. Du kannst sie ja mal selbst hinterfragen, wenn du lernst, wie lang kannst du dir die Sachen auch merken. Wie gesagt, aus eigener Erfahrung weiß ich, dass wenn ich die Störquellen möglichst beseitigt habe, ich möglichst konzentriert und fokussiert war, dass ich dann mir die Sachen auch nicht nur effizienter, sondern eben dann auch langfristiger einprägen konnte. Und klar, ich verstehe auch, vielleicht bist du es gewohnt, mit Musik zu lernen, dann kann das trotzdem für dich ganz gut funktionieren. Das ist nicht ausgeschlossen. Aber wenn du es vielleicht noch nicht probiert hast, probier es mal aus, lern vielleicht mal eine Lernsession ohne Musik. Ich weiß, für viele und vielleicht auch für dich ist es so eine Art Motivation, Musik zu hören, dann lernt man gerne oder ist die Hürde nicht so schwer, sich irgendwie stupide an den Schreibtisch zu setzen und die Sachen irgendwie sich in sein Hirn kloppen zu müssen. Da kann ich dir zum Beispiel empfehlen als kleine Alternative, dass du sagst, okay, du kommst vielleicht in den Modus, hörst Musik, irgendwas, wo dich motiviert, was dich vielleicht irgendwie fokussiert und dann wirklich, wenn du dich hinsetzt und das Buch oder was auch immer aufschlägst und dann wirklich mit dem Auswendiglernen beginnst, dass du dann vielleicht die Musik pausierst und dann vielleicht 5 Minuten als Pause dir dann wieder was auf die Ohren legst und dann vielleicht irgendeine Musik hörst. Genau. Dann eine andere Sache, die habe ich zum Teil dann so gehandhabt, wenn ich wenig Zeit hatte, wenn ich großen Druck hatte, wenn ich gesagt habe, okay, ich versuche auch beim Auswendiglernen im Medizinstudium möglichst konzentriert und das Maximale in möglichst kurzer Zeit rauszuholen, habe ich zum Teil mein Zimmer abgedunkelt, obwohl es quasi hell war oder ganz normal unterm Tag war, um eben auch das Licht, die Sonne quasi zu verhindern, dass ich vieles im Raum und so weiter sehe, ähnlich wie bei der Brille.
Und habe dann mir nur eine Lichtquelle gesucht, die möglichst nur, wenn ich am Bildschirm gelernt habe, habe ich das nicht gebraucht. Oder mir eine Lampe, eine Schreibtischlampe oder so hergenommen, wo möglichst nur das Buch oder die Lerninhalte beleuchtet habe, um eben andere Störquellen, andere ja, Sinnesreize auszuschließen, dass mich nicht irgendwas anderes in dem Raum abgelenkt habe. Und habe das auch zum Teil gemacht, nicht immer natürlich. Ist vielleicht nicht für jeden was. Wie gesagt, das war auch nur in Extremfällen, wo ich gesagt habe, boah, ich habe so wenig Zeit, ich muss jetzt einfach versuchen, das Maximale rauszuholen. Falls du es mal ausprobieren willst, kannst du es gerne machen. Gerade im Sommer ist es natürlich auch irgendwie blöd. Da ist es natürlich blöd, nur im dunklen Kämmerchen zu sitzen. Aber wie gesagt, für eine kurze Phase oder eine intensive Lerneinheit kannst du es ja mal ausprobieren, ob dir das hilft. Mir hat es immer geholfen, wie gesagt, prinzipiell möglichst alle Sinne auszuschalten beim Lernen. Klar, man kann sich dann trotzdem irgendwie gemütlich, bequem machen, dass man ja trotzdem dadurch auch wieder motiviert ist. Aber wie gesagt, gerade das Akustische oder das Visuelle, wenn man ja, Störquellen ausschaltet, kann man sehr davon beim Lernen profitieren. Dann noch ein anderer kleiner Aspekt, der da auch irgendwie ganz gut mit reinpasst. Es gibt ja die sogenannten Neuronal Beats, die man sich auf die Ohren legen kann, dass man in einen gewissen Zustand kommt, um sich auch besser konzentrieren zu können. Da unterscheiden sich die Meinungen, glaube ich. Viele sagen, ja, es bringt auf jeden Fall was. Manche nicht so. Ich habe es ehrlich gesagt noch nicht wirklich so intensiv ausprobiert. Kann helfen, du kannst es natürlich auch gerne einfach mal für dich ausprobieren. Lernen allgemein ist immer sehr ein persönliches, individuelles Thema. Dem einen bringt das mehr, dem anderen vielleicht was ganz anderes. Ja, da will ich dir nicht unbedingt den einen Tipp oder Empfehlung aussprechen oder geben, weil ich da einfach ja selbst zu wenig ja, Erfahrungen gemacht habe, um da wirklich ja, dir mit Hand und Fuß was empfehlen zu können. Auf jeden Fall würde es mich mal interessieren, welche Erfahrungen du bisher gemacht hast, ob du bisher mit Musik gelernt hast oder noch nie anders gelernt hast oder noch nie mit Musik gelernt hast, würde mich mal wirklich interessieren, ja, wie das für dich ist. Vielleicht können dann auch andere, die das lesen, davon profitieren. Oder falls du noch andere Tipps hast, wie du dich vielleicht konzentrierst, abschottest. Aber das war es jetzt mal zum Thema Musik. Ja, nein, ich bin ganz klar gegen Musik beim Lernen. Und wie gesagt, versuche einfach deinen eigenen Weg zu finden. Ja, ansonsten, wenn dir das Video gefallen hat, würde es mich freuen, wenn du einen Daumen nach oben da lässt. Gerne auch den Kanal abonnieren, die allermeisten. Und vielleicht auch du hast den Kanal noch gar nicht abonniert. Also dann gerne Kanal abonnieren, das Glöckchen aktivieren und würde mich freuen. Du wirst Happy Hippocampus und mich damit unterstützen. Und ja, ansonsten viel Spaß, viel Konzentration beim Lernen und wir sehen uns dann im nächsten Video. Mach's gut, ciao.